So, hi Leute und herzlich willkommen hier zu. Eigentlich müsste man es sehen. Deswegen würde ich sagen, ich mache kurz eine neue Szene hier rein. Und zwar mache ich jetzt hier Gaming-Aufnahme. Und dann Half-Life 2 aktualisieren. Okay. Und ja, wie ihr seht, muss ich jetzt noch hier das nach oben bewegen. So, schon sind wir beim Stream. Und zwar bin ich jetzt bei Half-Life 2 drin. Muss ich auch nochmal kurz schreiben. Sorry dafür. Half-Life 2. Wenn er das überhaupt erkennt oder sonstiges. So, und ja, da wir drin sind, kann ich jetzt ja auch mal loslegen. Neues Spiel ist vielleicht gerade nicht so drin. Naja, Spiel laden kann ich ja in diesem Fall nicht, weil es kein, weil ich es gerade erst neu installiert habe wieder. Ich habe jetzt einen neuen PC. Deswegen neues Spiel und ja, neues Spiel starten. Tut mir echt leid, müssen wir jetzt leider machen. Und deswegen kommt jetzt auch dieser Vorspann, den ich mitreden kann, leider. Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Womit ich nicht sagen will, dass Sie sonst faulenzen. Niemand hat mehr geleistet als Sie. Und der gesamte Einsatz wäre umsonst bis... Nun, sagen wir mal, es ist wieder soweit für Sie. Der rechte Mann am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen. Also wachen Sie auf, Mr. Freeman. Schnuppern Sie die Asche in der Luft. Ich muss das einfach leise machen, es tut mir leid. Es ist echt sehr laut. Für mich jetzt auf den Kopfhörern, für euch wahrscheinlich immer noch. Und daher werde ich jetzt einfach mal hier kurz in die Einstellungen gehen. Audio und das gesamte, die ganze gesamte Lautstärke einfach anwenden, okay. Und dann für mich wieder ein bisschen lauter machen. So, und dann gehen wir mal weiter. Das Spiel ist mit der Wolf Engine gemacht. Weiter geht's nicht. Und ich muss echt sagen, es läuft, auch wenn ich jetzt so einen super PC habe, läuft es auf jedem scheiß Laptop, den es gibt. Aber das ist alles, was ich noch habe. Und ja, der Anfang ist sowieso etwas langweilig, deswegen werde ich mal so schnell gehen, wie es geht. Ja, man kann es so oft machen, wie man kann, oder? Wenn man will. Oder 5000 Mal, oder 5 Mal, oder 6 Mal, okay. Vor allen Dingen ist der Automat umsonst. Hey, warum hast du es getan? Warum hast du das auf den Boden geschmissen? Wieso, pass doch auf, du hast es doch gemacht. Deine Stimme ist viel zu jung für dich, Mann. Die sagen gleich was. So. Wir gehen jetzt einfach, weil ich schon weiß, wohin. Hier lang. Müssen wir ja. Hi, was geht ab? Du da, Bürger, mitkommen. Geilster... Geilstes Deutsch überhaupt. Da muss ein Fehler vorliegen. Ich habe einen Umsiedlungsschein, wie jeder andere auch. Ja, okay, ich gehe schon weiter. Möglicher Ärgerniserreger Stufe 3 hier. Danke. Also das ist jetzt mal total übertrieben mit dem Blut hier auf dem Boden. Also
Das geht ja mal überhaupt nicht. Zurück. Ja, ich bin doch schon hier. Sorry. Ja. Ich mach nichts. Das hier. Glaube ich auch. Und nun zum Bier, das ich dir schulde. Ich hätte gern Bier. Ich bin's, Gordon. Jetzt gerade auch. Kühl. Tut mir leid. Ich musste den Kameras doch was bieten. Welchen Kameras? Hier sind gar keine. Ich hab mich bei Ordnungsschütze eingeschleust. Darf nicht zu lang dauern. Sonst schöpfen sie Verdacht. Muss noch einige Leute verprügeln. Hätte ich auch gerne Lust ja, Barney, zu. Was ist denn? Ich bin gerade bei einem wichtigen Test. Sorry, Doc. Vor allen Dingen, egal wo wir stehen, er kann uns sehen. Grundgütiger. Wieso? Warum? Das so geht doch gar nicht. Geht mir genau ja, ich bin hier. Hi, was geht ab? Ich war schon beinahe im Zug nach Nova Prospect. Also, Barney, was hast du vor? Ich denk nach. Ich lass mich endlich hier raus. Ich will nicht mehr hier drin sitzen. Das ist total langweilig. Wenn das 2 Meter sind, wie hoch sind wir? Wie groß sind wir? Sind wir 2 Meter? Hör mal, ich muss weiter. Wir riskieren so vor allen Dingen, wie groß ist er? Er sieht auch dann so 1,80, okay, 90, keine Ahnung. Ja, dann oha, das hatte ich befürchtet. Lass mich mal raus. Reine, Gordon, bevor meine Tarnung aufliegt. Danke. Stell was unter das Fenster und raus da und dann immer weiter bis zur Plaza. Diesen Teil habe ich, glaube ich, so oft gespielt. Ich weiß gar nicht, wie oft. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich etwas hier schneller durch will, weil es sonst für mich selber auch zu langweilig wird. Und das ist natürlich nicht so eine schöne Sache, wenn da immer Ladedaten steht, aber was soll ich machen? Es trägt halt dazu bei, dass die Wolf Engine das Spiel so schnell macht. Auch bei jedem scheiß Laptop, den es gibt. Das feiere ich ja immer noch, diese Wolf Engines. Die Dose aufheben, hier hast du deine scheiß Dose. Ah. Läuft er uns noch hinterher? Ja. Kein Respekt. Erfahrung freigeschaltet. Errungenschaft freigeschaltet. Wie langsam der läuft. Lol. Und ab hier läuft er zurück. Ab da läuft er zurück, aber davor nicht. Total bescheuert. Ja, genau. Schlag mich einfach. Ich habe gar nichts getan, aber schlag mich einfach. Hey, was geht ab? Geht einfach an uns vorbei. Was? Krieg ich das hin? Ja. Du. Ist die Frage, haben die ihn gerade zusammengeschlagen oder was? Alter. Ich sehe gar nichts mehr. Wow, krass. Was? Was sind wir? Achso. Ja. Gut. So beginnt es immer. Erst ein Haus, dann das ganze Viertel. Ich weiß nicht, was sie bei uns wollen. Sie werden schon einen finden. Hoffe ich mal nicht, dass sie uns finden. Weil das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen hier durchkommen, ohne dass sie uns finden. Und ohne, dass sie wissen, dass wir hier sind. Schon wieder Ladedaten ist natürlich toll. So, gehen wir einfach mal hier durch die Tür. Hier ist nichts. Ist hier irgendwas? Nö. Habe ich noch nie in diesen Raum reingeguckt. Ich bin immer sofort gleich hochgegangen. Ich ein Bulle, genau. Ich halte es nicht mehr aus. Das wird schon werden. Hier gibt's ein Klo. Und die Spülung funktioniert. Yay. Yeah. Echt geil. So, dann gehen wir mal wieder weiter. Achtung Anwohner. Falsche Personenzahl in Ihrem Block. Hey, du. Bei Kooperation mit Ordnung. Danke. Wir können doch nicht sprinten, das ist so unlogisch. Jeder Mensch kann sprinten und wir gehen hier so langsam durch. Das ist so unlogisch.
Rein hier. Lauf danke. Weiter. Hoch zum Dach. Jetzt wieder Ladedaten. Genau an so einer Stelle Ladedaten. Hätten sie auch sich keinen besseren Zeitpunkt ausdenken können für sowas. So. Jetzt müssen wir hier raus. Ist die Frage, ob die überhaupt irgendwann... Okay, da, die kommen wirklich da raus. Ich dachte, die kommen da gar nicht raus. So, und wir müssen jetzt übers Dach flüchten. Und jetzt gibt es hier so eine Backstelle, bei der ich schon öfters runtergefallen bin. Wenn man da nicht langsam rum geht, dann fliegt man da einfach runter, weil das so eine Backstelle ist. Aber das haben die wohl noch nie gemerkt, weil die immer vorsichtig da lang gegangen sind. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir hier rein. Komm, komm. So, und jetzt werden wir was Schönes erleben. Und zwar, oh mein Gott, hier gehen in die Tür. Oh mein Gott. Apartmentflucht. Errungenschaft freigeschaltet. Steht nein, unten noch. Dr. Freeman, vermute ich. Los, Beeilung. Wir sind Dr. Freeman, ja? Die Combine kommen langsam in Gang, aber wenn, dann sollte man in Deckung gehen. Ich kann nicht draufdrücken, aber sie kann draufdrücken? Dr. Kleiner meinte, du würdest geil kommen. Vermutlich hat er die Wegbeschreibung vergessen, oder? Ja, hat er. Er hat nur gesagt, und dann immer weiter bis zur Plaza. Schön. Ich bin Alex Vance. Mein Vater war damals in Black Mesa dabei. An mich erinnerst du dich sicher nicht. Du sagst nicht viel, oder? Doch, ich sag viel, aber du hörst es ja nicht, weil das nicht so vorgesehen ist, dass du hörst, dass ich was laber. Aber wenn du willst, guck auch meinen Stream. Wenn es um Breen geht, sieht mein Vater rot. Ich nehme jetzt irgendwas mit. Irgendwas nehme ich mit. Ich nehme diese Tonne mit. Ich nehme einfach mal diese Tonne mit, wenn das wenn es geht. Ich weiß es nicht. Hier ist nämlich wieder Ladedaten. Aber ich glaube, man kann die Tonne mitnehmen. Ich hoffe es zumindest. Ja. Komisch, dass du gerade funktioniert. Ja, genau. Und das sagt sie gerade dann, als sie dieses coole, diesen coolen Jump gemacht hat. Jetzt haben wir vielleicht endlich einen besseren Weg. Ja, und ich hau dir gleich diese Tonne in die Fresse. Gerade in dem Moment geht sie weg, peinlich. Komm, ich spendiere dir einen. Ja, gerne, ich will da aber auch durch. Oh, ja, nochmal draufhauen, sonst geht die Tür nicht auf. Wie können sie wirklich mitnehmen? Wie geil ist das denn? Ist die Frage. Lambda-Detektiv. Oha, alles in Ordnung, Dr. Kleiner? Hier ist es drin, das Vieh. Was ich ganz geil finde, ist ein Teleporter. Teleportiert das dahin. Das Beste ist immer noch, wenn wir es da nochmal reinstellen. Dann nochmal teleportieren. Ich fand ihn draußen, den Streuner. Warte kurz. Ist schon ein Zu nicht gut, oder? Wir verdanken Dr. Freeman viel auf den. Es funktioniert schon wieder. Und man kann auch jedes andere Objekt, also nicht nur das, was dafür vorgesehen ist, nehmen. Sondern, was haben wir hier noch? Eine Figur, können wir die nehmen? Nein. Hier ein Buch. Wir nehmen jetzt das Buch und tun das auf den Teleporter. Und es funktioniert. Zu geil, oder? Da bist du ja. Was geht ab? Mein Gordon, die sind aufgescheucht. Und sei vorsichtig. Diese Reaktion. Hier kann er nicht lang bleiben, Doc. Das gefährdet deine ganze Arbeit. Keine Sorge, ich nehme ihn mit. Er läuft einfach in mich rein. Dies ist ein bedeutender das geht gar nicht. Den neuen Teleporter mit einem Doppeltransporter. Und er kann da nicht hin, weil er diese geile Teile, weil es hier geil davor steht. Lässt mich nicht mehr schlafen. Würde mich jetzt interessieren, ob er das hinkriegt. Wir haben seitdem viel dazu gelernt. Er kann ja nicht durchgehen. Sehr viel. Scheiße. Auf die Straße geht, soll er zumindest die Klamotten wechseln. Was? Oh je, das hätte ich fast vergessen. Barney, ich überlasse dir die Ehre. Muss wieder zurück zum Dienst. Aber okay. Ich hätte sie da vorstellen können, dann hätte er denn nicht rangehen können, so, dann hätte er so in der Tonne rumgegriffen. Oh, jetzt muss ich es machen. Nein, komm. Ja, also.